Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Subnautica Below Zero und es hagelt wie Sau da draußen. Da musst du Angst haben, dass sie dich erschlagen, die Teile. So, das kann ich aber ausnehmen, das brauchen wir nicht, ne? Wir haben den Snowfox. Ups, falsche Taste. Und es ist schon wieder nebelig. Was mir gar nicht gefällt. Außerdem. Wäre ein bisschen Wasser nicht schlecht. Ein bisschen Nahrung. Und du könntest vielleicht auch mal das Messer wegpacken. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn der Nebel hier ein bisschen nachlässt, damit ich wieder ein bisschen was sehen kann. Vor allem aber ist auch geil, dass du hier im Raum an sich nichts siehst, wenn der Nebel ist, ne? Das ist ja schon irgendwie krass. Also wie jetzt Gewitter ist, ich wollte zum Snowfox, Mann. Ja, voilà. Also hier sind Ecken und Kanten im Spiel, wo nee, ich will mich bestimmt jetzt nicht hinsetzen, das kannst du vergessen. Sonst irgendwas, was ich scannen kann? Ich glaube nicht. So, ich wollte doch jetzt einmal mal zum Snowfox. Ich wollte ihn einmal testen, wenn wir schon in der letzten Folge nicht dazu kommen. Wow. Hallo? Ey, also bin ich jetzt zu blöd, ihn zu testen oder was? Hallo? Hörst du? Hallo? Okay, dann halt anders, mir schnurrt. Dann teste ich den halt mal woanders. Aber wir müssen definitiv erstmal wieder von der Insel runter hier, ansonsten erfrieren wir hier. Auf dieser Insel werden wir definitiv erfrieren. Außerdem würde ich gerne mal ganz, ganz woanders hin. Und zwar wird es da in diese Richtung gehen. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder runterfinden. Also je weiter oben ich bin, desto kälter, ne? Verstehe ich das richtig? Ja, verstehe ich richtig.
Wie gesagt, ich würde nämlich gerne mal in diese Richtung, weil da gibt es nämlich einen Ort, den ich unbedingt mal sehen möchte. Au. Wir werden natürlich vorher hier auch noch abspeichern, wer weiß, was sonst. Aber auf diesem Weg da dorthin auch noch. Alter. Wie sieht's denn hier aus? Sieht interessant aus. Ja, sieht wirklich interessant aus. Also. Mit dem Ding hier? Oh. Ist vielleicht jetzt etwas blöde, weil Nacht wird. Weil du eben jetzt gerade nichts siehst. Das ist ja eigentlich immer mein größtes Problem. Kannst auch nur bis zu einer bestimmten Tiefe, ne? Ah nee, so weit ist es gar nicht. Weil hier sind nämlich schon diese großen Seerosenblätter. Also, soweit ich weiß, ist das ein sicheres Gebiet. Und eigentlich müssten wir auch gleich denjenigen sehen, der uns im letzten Spiel, also im letzten Subnautica-Spiel, so gut geholfen hat. Aber erstmal will ich wissen, was das da unten ist. Alter, was bist denn du für ein Viech? Du siehst ja vielleicht interessant aus. Trotzdem finde ich es ein bisschen scheiße, dass jetzt gerade Nacht ist. Dadurch sehen wir nicht allzu viel hier unten. Aber ich weiß zum Beispiel, dass hier auch eine Base sein soll. Guckt euch das Viech an. Oh, ist das süß. Erinnert mich irgendwie an Algit. Aber das sieht süßer aus. Das sieht wesentlich süßer aus. Ich weiß bloß nicht genau, wo er jetzt ist. Unser lieber Freund. Das ist jetzt so das Problemchen. Habe ich euch gesagt, dass ich schon. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich die Dunkelheit hasse? Guckt ihn euch an! Der Sea Emperor! Und vor allem, er ist nicht alleine. Hier sind mehrere von denen.
Soweit ich weiß, brauche ich hier keine Angst haben. Aber dieses Enzym will ich gerne haben. Weil ich denke mal, das brauchen wir mal. So. Also da geht es noch weiter tief runter. Also vor dem Ziel-Emperor brauchen wir definitiv keine Angst zu haben, also, ne? Wir kennen unseren lieben Ziel-Emperor, er hat uns sehr geholfen im letzten Spiel. Au! Wollen wir mal gucken, ob es hier irgendwo Sachen gibt, die wir vielleicht noch gar nicht haben. Aber hier sind doch diese netten Haie. Was sehr, sehr schade ist. Ach, guck mal, nach dieser Base habe ich sogar gesucht. Schau, wir haben ja ein bisschen Luft, ne? Vielleicht gibt es ja hier irgendetwas, was wir noch nie da bin. Ich würde einfach mal gerne wissen, ob es möglich wäre. Boah, ich hab noch ein paar mehr. Es müsste doch theoretisch möglich sein, diese Base einfach wieder zu reparieren. Und sie dann zu nutzen. Alter, ich finde die voll süß. Alter, wie weit es hier noch runter geht. Das ist unglaublich. Weiter könnte ich jetzt eh nicht. Selbst wenn ich jetzt wollte. Okay, aber wir haben schon mal eine Base gefunden wieder. Warte, 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 warte. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, ist der friedlich. Okay.
Alter, nein! Alter, was macht der mit mir? Lol, was bist denn du für ein Fisch? Okay, es war an sich friedlich, aber er hat eine gute Verteidigung. Was das angeht. Das ist interessant. Das ist sogar gar nicht weit weg. Okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Also wir haben auf jeden Fall den Ziehabora entdeckt. Finde ich schön. Finde ich schön, dass wir unseren alten Freund hier entdeckt haben. Das erfreut mich ja so ein bisschen, ne? Da ist er wieder! Kumpel! Also das hier sieht aber auch nicht schlecht. Ups. Ich hab da irgendwie Gramm. Tut mir leid. Aber dass hier an den Stellen noch nichts ist, ne? Doch hier, das ist so eine Art Schwefel, was hier ist. Sehe ich das jetzt hier richtig? Sehe ich hier Lithium in Überfluss? Na, hammergeil. Nimm mal mit hier. Scheiße! Okay, ich weiß, wo ich Lithium krieg. Im Überfluss. Sehr schön. Warte. Ich wollte gerade sagen, der kann doch noch gar nicht voll sein. Ich habe Lithium im Überfluss. Okay, der ist so verbuggt da drinne. Ich kann es vergessen. Kann ich dich wenigstens mitnehmen? Ja, dich kann er mitnehmen. Ach du Scheiße! Nee. Das kannst du aber vergessen, mein Freund. Das kannst du vergessen. Vergiss es! Das Viech da ist aggressiv. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr mir nicht tun. Genau vor dem Viech habe ich ja gerade so viel Angst gehabt. Wo wir gerade hier sind. Und das hier auch sehen. Und ich weiß, ich muss Flüssigkeit aufnehmen. Das machen wir mal ganz fixiert. So, danke.
Oh, Alter. Geh mal her, die schönen Edelsteine. Es ist bloß immer geil, dass man so wenig Blei findet, ne? Also hier an der Ecke sind ganz schön viele. Ah, was soll ich denn hier? Aquariumfragment. Aber ich glaube, das habe ich schon, ne? Ja. Fabrikatorfragment brauchen wir auf jeden Fall. Aber fürs Erste will ich einmal zurück. Aber warte mal, lass mich noch mal kurz was gucken. Und zwar. Ich brauche Blei, weil ich noch zweimal Blei finde, ne? Hab ich Platz für Blei noch? Ja, nicht so wirklich. Dafür müsste ich Lithium abwerfen. Oder was trinken. Aber ich brauche Blei. Sieht mir aber nicht noch Blei aus. Kalk, nö. Das wäre Kalk. Silbererz. Kalk. Silbererz, Silbererz. Das ist alles nicht das, was ich suche. Das ist immer so eine Sache. Das könnte noch so ein Blindteil aussuchen, sehen, ja. Jo. Blei sein. Das ist eher sowieso Titan drin. Silber. Alter, wie schwer kann es denn sein, jedes Mal Blei zu finden? Das ist so scheiße. Es ist ja jedes Mal dasselbe. Sieht mehr nach Silber aus. Sieht auch nach Silber aus. Aber sicher ist sicher. Ja.
mach's selber aus. Schnauze, du alles Scheißhai. Schnauze. Also in dieser Höhle, ne? Machst du jetzt mal Platz da? Ich hasse es, Blei zu suchen. Ich hasse es wirklich. Von da es nämlich nicht so einfach ist, dieses scheiß Blei zu finden. Hier sind so viele Brocken und der Großteil ist einfach nur Silber- und Goldbrocken oder Kalkstein. Aber wenn du eben mal Blei haben möchtest, dann findest du es nicht. Das ist richtig kacke. Aber ich sollte wirklich jetzt erstmal die Sachen hier zurückbringen. Wo bin ich überhaupt da? Oh, Energie sieht auch schon schlimm aus. Oh Leute, ich sehe, wir haben die Zeit eigentlich auch schon wieder rum. Mal gucken, ich denke mal, dass ich auf Screen nochmal ein bisschen nach Blei suche. Wir brauchen ja bloß einmal Blei. Aber vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr. Bis die Wände verstärkt, müssen wir ja auch noch, ne? Es ist so viel zu tun. Und wir haben so wenig Material. Na gut, Leute. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Oh, hier habe ich schon zweimal die zum Interessant. Und... Wo war ich? Ah ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings. Macht's erstmal gut und haut rein. Ciao.